was genau Medikamente gegen Tumorgene? Das hört sich vielversprechend an. Und ob das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Professor Burkhard Wittig von der Freien Universität in Berlin. Er hat als einer der ersten Genomdaten benutzt, um Tumortherapien zu entwickeln. Herzlich willkommen. Herr Wittig, warum sind personalisierte Medikamente im Kampf gegen Krebs im Kommen? Ja, sie sind zum einen deshalb im Kommen, weil es der erste wirklich rationale Weg ist, Medikamente zu entwickeln gegen Tumoren. Früher hat man einfach ausprobiert, was im Schrank war und gehofft, dass irgendwas tatsächlich passt. Jetzt ist es ein richtiges wissenschaftliches Konzept, was zu solchen Medikamenten führt. Also sprich, weil man genauer weiß, welche Genveränderung vorliegt, kann man auch genauer Wirkstoffe testen. Ja, wir haben in den letzten Jahren alle Stoffwechselwege kennengelernt, die Tumorzellen typischerweise gehen, um Tumoren zu werden. Und wenn wir diese Tumorzellen dann von ihrem Genom her vollständig analysieren können, können wir sagen, aha, dieser Stoffwechselweg, den könnten wir jetzt mit einem Medikament beeinflussen, um dem Patienten zu helfen. Und das war früher so noch nicht möglich? Nein, das war eine ganz andere Vorgehensweise. Wie gesagt, man hatte riesige Substanzbibliotheken, die einfach ausprobiert wurden, ob es eine Antitumorwirkung gab. Was ist der Vorteil von so einer Therapie? Ja, zunächst ist er zielgerichtet. Das bedeutet für den Patienten, dass fast immer die Nebenwirkungen nicht so drastisch sind, wie das bei herkömmlichen Tumortherapien wie der Chemotherapie und der Bestrahlung der Fall ist. Dieser Vorteil wird unter Umständen aber auch aufgewogen gegen Nachteile, weil man tatsächlich nur ein Ziel im Tumor bekämpft und man möglicherweise auch mehrere Ziele bekämpfen müsste, um Erfolg zu haben. Das heißt, es könnte sein, dass dieser Vorteil für die nicht vorhandene Nebenwirkungen tatsächlich auch Nachteile hat. Aber das werden wir erst sehen. Was wäre aus Ihrer Sicht der größte Nachteil dann? Der Nachteil ist der, dass Tumorzellen nicht konstant sind in ihrer genetischen Ausstattung, sondern anders als normale Körperzellen die Fähigkeit haben, sich zu verändern und unter den Veränderungen nicht mehr zu sterben, was normalerweise Körperzellen tun würden. Das heißt, diese Zelle kann mutieren, wie wir sagen, und sich um diese Zielstruktur herum bewegen und dann wirkt halt dieses Medikament nicht mehr. Der Patient ist resistent geworden gegen dieses Medikament. Sie forschen ja an anderen Methoden auch, um zielgenau Tumor zu bekämpfen. Was genau machen Sie da? Wenn man davon ausgeht, dass jeder Tumor ein ganz individueller Tumor in jedem Patienten ist, dann versuchen wir durch die Aktivierung des Immunsystems im Körper des Patienten das Immunsystem gegen den Tumor des Patienten zu aktivieren und nicht gegen irgendeinen Tumor. Das heißt, wir versuchen, diese Individualisierung der Behandlung tatsächlich auf die Spitze zu treiben. Gerade haben Sie ja jetzt eine Darmkrebsstudie abgeschlossen oder sie steht kurz vor dem Abschluss. Was ist da das wichtigste Ergebnis? Ich darf in Details dort nicht vorgreifen, aber wir sehen tatsächlich zum ersten Mal, dass mit dieser Immunmodulation, die wir da betreiben, also das Immunsystem aufmerksam zu machen auf die Tumorfragmente im Körper des Patienten, dass wir dadurch die Zeit bis zum Wiederauftauchen des Tumors deutlich verlängern können. Kommen wir noch mal zurück auf die personalisierten Medikamente gegen Krebs. Wann können wir damit rechnen? Ja, es gibt schon eine ganze Reihe dieser personalisierten Medikamente auf dem Markt auch. Die werden sicherlich die Zukunft sein. Es gibt immer wieder neue Zielstrukturen, die wir in der Grundlagenforschung entdecken durch Genomanalysen. Und das Ziel ist natürlich, gegen möglichst viele dieser Stoffwechselwege, die in Tumoren relevant sind, auch Inhibitoren, also als Medikamente, die diesen Stoffwechselweg tatsächlich hemmen können, zu entwickeln. Dankeschön für dieses Gespräch. Bitte.